Herzlich willkommen bei Motorwoche, heute mit dem Kia Stinger, den wir schon vor 2 Jahren gefahren sind. Aber da war unsere Meinung, er ist noch nicht ganz so sportlich. Ja, jetzt gibt es aber ein Facelift, welches unter anderem einen Driftmodus hat. Und wir sind heute am Fahrsicherheitszentrum am Nürburgring, um diesen mal auszuprobieren. Los geht's. Der Kia Stinger wird seit 2017 produziert und wurde seitdem knapp 3000 Mal in Deutschland verkauft. Das Design des 4,83 Meter langen Stinger ist sehr elegant und sportlich zugleich. Am Heck dominiert die vierflutige Auspuffanlage. Die Seite wirkt sehr gestreckt, vor allem durch den langen Radstand von 2,90 Meter. Der Innenraum ist sehr gut verarbeitet und es wurden überwiegend recht hochwertige Materialien verwendet. Der Kofferraum bietet langstreckentaugliche 406 bis 1114 Liter Platz. Unter der Haube haben wir den 3,3 Liter V6 Biturbo, der nach der Überarbeitung 2019 366 PS leistet und ein Drehmoment von 510 Newtonmetern an alle Räder schickt. In offiziell 5,5 Sekunden beschleunigt er auf 100 km/h und bei 270 km/h endet der Vortrieb. Den Verbrauch geben die Koreaner mit 10,5 Litern an. Der Stinger wird ab 44.490 Euro mit dem Dieselmotor angeboten und ab 55.900 Euro ist der starke GT erhältlich. Aber das Wichtigste ist doch, wie viel Spaß der GT macht. Dazu haben wir Kia gefragt, ob wir den Stinger quer über die Kreisbahn des Fahrsicherheitszentrums am Nürburgring treiben können. Denn seit dem Update 2019 ist an den Allradmodellen ein mechanisches Sperrdifferential am Start. Kia schickte uns netterweise den mit allerhand erfreulichen Zubehörteilen ausgestatteten Projektwagen. Mit Basto-Klappenauspuffanlage, KW-Fahrwerk und schicken 20 Zöllern. Und ob das mit dem Quergehen endlich gut klappt, sehen wir jetzt. Funktioniert krass gut, oder? Heftig. Heftig, wie gut der quer geht. Alter Leute, ich kann euch sagen, das hat so einen Spaß gemacht, mit dem Auto quer zu fahren. Es funktioniert wirklich echt erstaunlich gut. Man muss halt, um in diesen Drift-Modus zu kommen, hier auf die Sport-Plus-Taste gehen, dann natürlich die ESC-Taste nochmal drücken, damit auch die Stabilitätskontrolle komplett aus ist. Und dann gibt ihr zwischen 93 und 100% komplett an die Hinterachse und dann kannst du quer fahren wie ein junger Gott. Ist geil. Also hat auch wirklich wunderschön ausgesehen. Ja, danke. Rauchzeichen ohne Ende, also das war echt spaßig. Genau. Viele haben noch vorhin im Twitch-Stream, weil wir das gerade auch alles live gestreamt haben, gefragt, wie schwer es ist, das Auto zu driften. Und da muss man schon sagen, wenn er ein bisschen mehr Leistung hätte, wäre es einfacher. Da das Auto an sich schon doch ein relativ großer Koloss ist und doch relativ schwer ist, muss man halt schon ein bisschen rumpendeln, damit man quer kommt. Wenn man dann quer ist, ist es okay. Aber wenn der Drift kurz vorm Abreißen ist, muss man schon sehr viel Gas geben, um ihn zu halten. Und da ist es natürlich einfacher, wenn man ein Auto hat, das noch ein bisschen mehr Leistung hat, weil dann kann man mit dem Gas feiner dosieren und muss nicht diesen großen Weg beim Gas immer pumpen und drücken, damit man im Drift bleibt. Aber es funktioniert wirklich grandios und macht es nicht im Straßenverkehr, sehr wichtig. Ja, sucht euch eine abgesperrte Strecke oder macht ein Drifttraining, wenn ihr einen Kia Stinger habt oder euch einen kaufen wollt und das machen wollt, weil im Straßenverkehr machen ist einfach dumm. Das macht man einfach nicht. Fertig. Und gerade jetzt auch auf dem Fahrsicherheitszentrum, wo wir waren, da hat das auch wirklich sehr gut funktioniert. Ja, der Winkel auch von der Kreisbahn, ne, war einfach perfekt. Ja. Also war wirklich perfekt. Hätte ein bisschen enger sein können, da hätte man noch ein bisschen querer stellen können, aber sonst war es wirklich perfekt. Ich hoffe, ihr habt euch über die Bilder gefreut vom Driften, aber es ist natürlich kein reines Driftvideo, sondern ein ganz normales Testvideo und deswegen reden wir noch ganz normal über den Kia Stinger an sich. Und man muss ja von vornherein sagen, wir sind das Auto schon gefahren. Richtig. Vor 2 Jahren, das war noch das 2018er Modell und mit dem Facelift 2019 gab es ein paar kleine Änderungen, wie zum Beispiel diesen Driftmodus oder auch, dass das Navi etwas schicker aussieht. Das war nämlich vorher nicht ganz so schick. Es ist aber leider nicht größer geworden. Es ist einfach nur der Rahmen, der sich verändert hat. Und ansonsten gibt es jetzt ein paar Fahrzeugoptionen, die man als Zubehör dazu buchen kann. Zum Beispiel die Klappenauspuffanlage, die wir eben im Roten gesehen haben. Klangmäßig schon etwas lauter. Vor allem, man kann auch sehr leise damit fahren und halt sehr laut. Das muss man von vornherein sagen. Man darf nicht denken, dass der
Kia Stinger jetzt von einem Komfort-Reise-Gran Turismo zu einem Sportauto gewechselt ist. Ja. Definitiv nicht. Es ist immer noch ein sehr komfortables Reiseauto, immer noch ein Gran Turismo, ja, und keine komplette Sportsmaschine. Und ich behaupte immer noch, dass das Auto nicht dafür gemacht ist, jetzt über die Nordschleife zu fahren, neben der wir jetzt nebenbei gerade hier nebenher fahren. Das behaupte ich immer noch. Man kann natürlich mal eine Runde mit dem über die Nordschleife heizen. Gar kein Problem. Aber für jemand, der wirklich jedes Wochenende vorhat, dahin zu fahren, für den ist der Kia Stinger nichts. Nee. Das soll er auch gar nicht sein. Ja. Heißt ja auch, deswegen GT, Gran Turismo. Aber er macht trotzdem seine Sache sehr gut, ist eine Prise sportlicher geworden als der alte. Auf jeden Fall. Über den Fahrerlebnisschalter. Also im normalen Komfortmodus immer noch dasselbe geile, komfortable Auto. Ja. Wenn man dann auf Sport dreht, hat man halt dieses gewisse mehr Sportliche, was der vorherige nicht hatte, wozu auch der Driftmodus dann zählt. Der Rote hatte übrigens auch noch ein KW-Fahrwerk. Genau. Das hat man dann auch wahrscheinlich mehr gemerkt als hier, oder? Ja, also man merkt schon, dass er ein bisschen stiffer, ein bisschen steifer einfach war, ja, in der Kurvenfahrt. Ne? Obwohl das im Drift jetzt natürlich nicht so krass rüberkommt. Weil du gehst einmal rein und da merkst du halt einmal diese Härte vom Fahrwerk. Und du kommst halt einfach rein, weil er einfach mehr gegendrückt. Ne? Ja. Der Reifen hat halt immer mehr Arbeit, wenn das Fahrwerk härter wird. Ne? Dann ist dann, also umso härter das Fahrwerk wird, umso mehr Arbeit muss dann der Reifen machen. Und bei einem Driftauto ist natürlich geil, wenn das Fahrwerk relativ hart ist, weil man dann halt einfacher in Drift kommt. Ne? Und das Fahrwerk will ja eigentlich verhindern, dass man driftet. Und wenn das Fahrwerk ein bisschen härter ist, geht das einfacher. Aber auch durch die Felgen und durch die dünneren Reifen ist es natürlich auch nochmal einfacher zu driften, wie bei einem Reifen, der so ein bisschen ballonmäßiger ist, der ja das auch wieder abfedert und abfängt, wenn man anfängt richtig zu rutschen. Ne? Der hatte ja auch jetzt 20 Zoll Bereifung serienmäßig, hat der Stinger 19 Zoll. Genau. Ja, kommen wir mal zum Motor. Und auch da muss man sagen, dass das Facelift ein bisschen was geändert hat. Eigentlich ins Negative, aber spüren tut man es nicht. Ja, er hat 4 PS weniger, also von 370 auf 366 PS. Beide haben 510 Newtonmeter. Und der Facelift durch den OPF ist er angeblich etwas langsamer als der alte, und zwar 5,5 Sekunden ist er angegeben. Mhm. Viele Testberichte sagen aber, dass er trotzdem noch bei glatten 5 Sekunden landet. Ja. Was ich finde ich cool finde. Ja, wir haben es jetzt nicht getestet, wir haben leider kein Messinstrument dafür, aber von der vom Beschleunigungsgefühl her ist er auf jeden Fall nicht anders als der alte. Also mir persönlich fällt es nicht auf, dass er 4 PS weniger hat und auch durch den OPF angeblich langsamer beschleunigen soll von 0 auf 100. Kann ich nicht behaupten. Für mich fährt sich das Auto noch genauso. Richtig. 270 ist auch eine sehr spannende Höchstgeschwindigkeit. Und ja, der läuft richtig gut. Der läuft richtig gut. Und wir haben ja auch damals schon gesagt, der Motor hat ein Potenzial, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Wir haben hier einen 3,3 Liter Sechszylinder, der 366 PS leistet. In anderen Autos haben 3 Liter Sechszylinder oder 3,3 Liter Sechszylinder teilweise 150, 200 PS mehr. Und Kia kann auch solche Motoren bauen, aber es ist halt ihr erstes sportliches Grand Coupé und sie fangen halt erstmal langsam an und die Leistung reicht doch vollkommen aus. Aber glaubt mir, wir werden den Motor in Zukunft noch sehen mit mehr Leistung und das wird, glaube ich, sehr spannend und sehr spaßig. Der Stinger bekommt ja nächstes Jahr ein etwas größeres Facelift und man munkelt, dass die Zahl vorne sich auf eine 4 verändert. Ja, also der Motor macht das locker. Ja, glaube ich auch. Kommen wir zum Innenraum und für den Kia, holla die Waldfee. Ja, also man setzt sich in dieses Auto rein und fährt und fässt das Lenkrad an und würde nicht denken, mit verbundenen Augen, dass es ein Kia ist. Ja. Also es fühlt sich schon sehr nach Oberklasse an, es fühlt sich schon sehr nach Premium an und das ist auch das richtige Wort eigentlich, weil das ist schon Premium, was wir hier haben. Richtig. Ne, wir haben natürlich jetzt hier kein Leder auf dem Armaturenbrett oder voll verlederte Zierleisten oder sonst was, sondern es ist halt viel mit aufgeschäumtem Plastik gemacht, mit Softtouch, was sich sehr gut anfühlt, was eine gewisse Dämmung gibt im Innenraum, ja, und was jegliches Knarzen oder Klacken oder sonst was verhindert. Es ist leise, es ist ruhig, es ist angenehm. Die Sitze sind super toll. Ne? Ja. Man kann alles verstellen, auch die Seitenwangen. Und was auch sehr cool ist, wenn man in den Sportmodus geht, fährt da die Seitenwangen automatisch schon zu. Also das ist ein mega geiles Feature. Solange man Komfort ist, ist es halt eher so ein bisschen breiter, damit man gemütlich sitzen kann. Und man dreht den Drive-Modi-Schalter auf Sport und er fährt die Seitenwangen zu und denkt sich, okay, gib Gas, Junge, ich halte dich. Und ja, also sehr durchdacht und sehr cooles Konzept auf jeden Fall. Und auch die Sitzventilation ist auch so eine, ja, super geile, ja, Geschichte. Ja, ja. Und gerade für den Kia Stinger, der ja auch gemacht ist, viel Langstrecke zu fahren, halt das perfekte Setup. Ne? Ja. Und da ist auch das Getriebe wieder ein Punkt, weil viele immer fragen, ach, warum hat er kein Doppelkupplungsgetriebe? Braucht man nicht. Nee. Ne? Die Wandler ist für ein Reiseauto das perfekte
Setup, also das perfekte Getriebemodell. Ich bin aber auch davon überzeugt, dass der neue Kia Stinger eventuell ein Doppelkupplungsgetriebe bekommen könnte, weil Hyundai bzw. Kia ja jetzt bald eins im Programm hat. Die werden sich daran bestimmt bedienen. Also ich gehe davon aus, dass wir im nächsten Stinger ein 8-Gang Doppelkupplungsgetriebe sehen werden. Und das wird dann richtig heftig. Also ich glaube, wenn wir das bald fahren dürfen, denke, das könnte unser neues Lieblingsgetriebe sein. Ja. Aber ansonsten ist der Innenraum echt schick. Wir haben alles, was wir brauchen. Wir haben ein teildigitales Instrumentendisplay hier vorne. Links und rechts große analoge Anzeigen und dann in der Mitte natürlich eine Digitalanzeige. Was mir nicht so ganz gut gefällt, ist das kleine Display in der Mitte. Ich bin jetzt in letzter Zeit viel den Hyundai Kona gefahren, der halt dieses schöne große Blue Link hat, was hier ja auch geil reinpassen würde. Aber dafür ist das Auto doch schon ein bisschen zu alt. Das ist leider ein Tick zu früh gekommen. Aber im nächsten wird das mit Sicherheit auch drin sein. Das glaube ich auch. Kommen wir mal zum Verbrauch und da muss man sagen, dass ich persönlich keine tollen Emissionswerte vorweisen kann jetzt in diesem Auto, weil ich bin das Auto doch relativ zügig gefahren die ganze Zeit, auch der Weg heute von Dortmund hierher. Auf der Autobahn bin ich sehr schnell gefahren, habe jetzt aktuell einen Durchschnittsverbrauch von 13,2 Liter. Wenn man das Auto aber sparsam fährt, was Patrick gemacht hat, dann kommt man auch unter die 10 Liter. Ja, 9,2 Liter hatte ich geschafft, aber normalerweise bewegt sich eher der Verbrauch bei 10 bis 11 Liter. Ja, das ist würde so ich jetzt normal. Auch sagen, so im Durchschnitt 10 bis 11 Liter, was aber für 366 PS starken 3,3 Liter Motor auch wieder komplett vertretbar ist. Das ist okay. Es gibt auch genug 2 Liter Turbomotoren, die so viel verbrauchen. Richtig. Deswegen sehe ich da gar kein Problem. Der Kia Stinger 2020 kostet knappe 55.000 Euro. Ich kann eigentlich nur mir die Farbe aussuchen. Das Panoramadach noch. Mit dem Motor, ne? Mit dem Motor, genau. Mit dem Motor hier, mit dem 3,3 Liter. Es gibt ja auch noch den 2 Liter Turbo und den 2,2 Liter Diesel. Die haben wir jetzt preislich nicht gerade im Kopf, aber das werde ich im Voiceover ja gesagt haben. Man kann wirklich nicht viel dazu packen. Wirklich nur das Dach, die Farbe und Zubehör, vielleicht noch Felgen, die Abgasanlage, die sportlichere. Aber ich bräuchte sie persönlich nicht. Ja. So, und jetzt sagen wahrscheinlich einige da draußen, 55.000 Euro für einen Kia, ist das nicht ein bisschen viel? Und meiner Meinung nach ist das für dieses Auto nicht viel, weil erstens Kia typisch 7 Jahre Garantie. Ja. Ihr habt 7 Jahre Garantie auf das Auto. Zweitens ein vergleichbares Auto von einem deutschen Premiumhersteller, sagen wir mal ein 3er BMW oder ein 4er BMW oder ein Audi A5, kostet 10.000 bis 15.000 Euro mehr und hat meistens weniger Leistung. Ja, mit der vergleichbaren Ausstattung jetzt gerechnet. Mit der vergleichbaren Ausstattung, ja. Das ist halt echt krass. Und das ist auch der Punkt. Der Kia Stinger ist ein Underdog, den man nicht vielleicht unbedingt auf dem Schirm hat, aber der es verdient hat, Probe gefahren zu werden. Das Auto ist leider viel zu underrated. Ja. Ja, das muss eigentlich viel bekannter sein, das Auto, weil es ist so ein tolles Auto. Und deswegen haben wir uns ihn jetzt auch nochmal geschnappt nach dem Facelift, auch wenn es so ein paar kleine Änderungen waren. Aber das Auto hat es verdient, dass wir nochmal ein Video drüber machen. Und gerade mit den Änderungen jetzt und den Möglichkeiten, die wir heute hatten, richtig quer zu fahren mit der Karre, hat sich das auf jeden Fall gelohnt, das Auto nochmal zu fahren. Und wir müssen ganz ehrlich sagen, guckt euch das Auto an, Leute, gerade wenn ihr in dem Bereich ein Auto sucht. Und auch wenn ihr schon seit Jahren BMW fährt oder Audi fährt oder sonst was, probiert es einfach mal aus. Ja. Geht zum Kia-Händler, fahrt einfach mal Probe und wenn er euch nicht gefällt, dann könnt ihr euch ja den BMW kaufen. Aber wenn ihr es nicht probiert habt, könnt ihr nicht sagen, dass es euch nicht gefallen hat. Richtig. Und auch wenn es jetzt nur der Diesel sein soll oder der 2 Liter Turbo. Genau, genau. Muss ja nicht immer die sportliche Variante sein. Ja. Das war's mit unserem Video vom Kia Stinger GT. Ein bisschen aufwendiger heute mal, auch wenn es eigentlich ein Auto ist, über das wir schon mal geredet haben. Schreibt uns trotzdem gerne mal in die Kommentare, ob euch das Video gefallen hat, ob wir so vielleicht mal öfters machen sollen. Ja? Und lasst natürlich einen Daumen nach oben da. Und ansonsten vielen, vielen Dank nochmal. Wirklich vielen Dank an das Fahrsicherheitszentrum am Nürburgring, dass wir heute diese tollen Aufnahmen bei euch machen durften. Und vielleicht waren es nicht die letzten Aufnahmen, die wir auf dem Fahrsicherheitszentrum am Nürburgring gemacht haben. Bis dann.